So, heute ist der 8. Tag. Heute ging es von Tyndrum über Bridge of Orkney nach Inveroran. Waren 16 Kilometer circa, der Weg war ganz leicht, es war okay. Das einzige Problem, in Inveroran angekommen. Ich wollte eigentlich in das Hotel, hier gibt es nicht viel außer dieses Hotel. Und ein wilder Campingplatz. Ja, das Hotel ist leider heute ausgebucht. Die Leute da haben mich auch schon sehr mitleidig angeguckt, weil ich pitsche nass bin. Ja, hat heute viel geregnet, immer wieder aber auch trockene Phasen. Ja, jetzt bin ich hier auf diesem wilden Campingplatz und bin im Moment auch die Einzige. Ja, blöd ist nur, dass mein Zelt nass ist. Die Sachen, die ich gestern gewaschen habe, sind nicht ganz trocken geworden. Deshalb habe ich nichts Langärmliches außer meine Jacke und die Regenjacke, meine Hosen. Aber dann hört es auch schon auf. Ja, jetzt bleibe ich hier, schau mal, was der Tag so bringt. Ich hoffe, es bleibt trocken. Wir haben im Moment so ein paar blaue Lücken am Himmel. Und es ist gerade nicht am Regnen, aber da hinten ist es ganz dunkel. Und ich glaube, das zieht hier rüber. Ja, jetzt werde ich nachher mal da hinten in das Hotel gehen. Das ist nicht weit weg, mit ca. 200 Meter. Und werde mal gucken, ob die da Klopapier rumstehen haben, was ich mir dann klauen werde, um mein Zelt weiter zu trocknen. Ich habe es jetzt zwar schon mit meinem Restklopapier getrocknet. Mein Handtuch muss ja auch dran glauben, dass ich es so ein bisschen trocken habe, dass nicht alles ganz nass wird. Ja, die Kulisse ist sehr schön. Ich zeige euch das mal. Da kommt der böse Regen so langsam. Da geht's zum Hotel. Hier ist mein Zelt, schön windgeschützt an der Mauer. Schön neben dem Fluss. Da hinten geht's weiter den West Highland Way entlang. Naja, ich werde mal schauen, was heute noch so bringt. Dass der Tag so bringt. Auf jeden Fall kann man da im Hotel auch essen, da werde ich heute Abend hingehen. Wir haben jetzt erst 3 Uhr, ist noch nicht so spät. Ja, und morgen geht es dann durch das gruselige Rannoch Moor. Ich habe heute nette Engländer getroffen, mit denen bin ich ein Stück gelaufen. Die waren so schlau und haben in Inveroran vorreserviert. Das war gut. Hätte ich besser auch machen sollen. Der Mann vom Bed and Breakfast gestern, der fragte mich sogar auch, ob er mir reservieren soll. Ich sage, nee, war ich schon so. Naja. Jetzt muss ich halt mal schauen. Ja, das war's für heute. Bis morgen dann.